Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Final Fantasy 15. Beim letzten Mal haben wir dem Kätzchen was zu essen gegeben und haben diese komischen Mineralien für, wie heißt der Dave? Nee, Dino. Da rechts steht's ja. Für Dino geholt. Wie viel Geld haben wir eigentlich? 2-3. Ja, 2-3 ist nicht viel. Also ich glaube, Angeln haben wir das letzte Mal auch gelernt. Da bin ich mir gerade nicht sicher, aber es ist gut möglich. Gekämpft haben wir gar nicht. Hui. Ach, schön, wie der Prinz sich königlich benehmen kann. Ups, sorry. Fischi. Das Wasser ist so trüb, ne? Hui. Willkommen am Galdin Kai. Momentan sind die... Achso. Ja, das wusste ich auch schon beim letzten Mal. Hallo. Hitze. Warum ziehst du nicht die Jacke aus? Ja, dann... Ja. Ach, da sehe ich tatsächlich, dass es mich verändert. Weniger Lebenspunkte, aber mehr... Kampfpunkte. Hoffentlich war das keine falsche Entscheidung. Ach, verdammte Axt. Ich bin schon wieder falsch abgewogen. Hoffentlich öffnen sie den Hafen morgen wieder. Hui, kann ich hier reinspringen? Nein. Schade. Legen heute wirklich keine Schiffe ab? Nein. Oh, gute Arbeit, Jungs. Tut mir leid wegen der Umstände, aber ich musste einfach an einen dieser Steine kommen. Wisst ihr, ich betreibe nebenbei nämlich noch einen kleinen Accessoireladen. Da kommt mir der Klunker gerade recht. Als Entschädigung gibt's auch eine kleine Info. Das Geschenk des Fremden ist eine Gedenkmünze zum Amtsantritt der Kanagi. Der schrille Typ hat noch mehr davon verteilt. Könnte zum Imperium gehören. Und zum Abschied noch ein Werbegeschenk. Beehrt mich bald mal wieder, okay? Wenn das wirklich eine Gedenkmünze ist... käme nicht jeder so einfach dran. Ein ziemlich stattliches Taschengeld. Wir könnten es in ein Zimmer investieren, wo wir schon hier feststecken. Wie viel Geld haben wir bekommen? So was Dummes. Wie kriege ich denn jetzt meine Lieferung rüber? Ach so. Was eure Überfahrt betrifft, ich bin am Ball. Das bin ich euch schuldig. Der Stein ist echt klasse. Sieht auch gut aus momentan. Wenn ihr soweit seid, meldet euch einfach. Wer hätte gedacht, dass dieser windige Kerl sein Wort wirklich hält? Er muss... Ich scroll nochmal eben durch... Ne, das schaffe ich nicht. Gute Kontakte haben, wenn er ein Embargo der Niffen umgehen kann. Ein Künstler in allen Lebenslagen, was? Na, habt ihr schon gepackt? Ja. Kannst du fürs Erste... Kein Problem. Lasst euch alle Zeit der Welt. Kommt wieder, wenn ihr soweit seid. Und dann speist ihr uns mit einem läppischen Schmuckstück ab. Da oben ist noch eine offene Quest. Zurück zum Regalia. Ja. Ich mach da ja mehr für uns. Klar. Gemachte Einzelstücke. Der Mann mag oberflächlich. Karte. Nein. Da lege ich das Ziel fest. Okay. Grob wirken. Automatisches Fahren. Karte. Da will ich hin. Aber vielleicht steckt unter der harten Schale doch ein weicher Kern. Wie lange fahren wir denn jetzt? Eine halbe Stunde? Klingt, als wären wir aus demselben Holz geschnitzt. Na, ich glaube, seins ist ein paar Nummern härter. Genau. Und nicht nur im Kopf verbaut. Mal sehen, ob wir mit unserer Tankfüllung überhaupt dorthin kommen. Ist ja schon ein Stück. Ich werde es eventuell im Schnitt skippen.
Ich meine, jetzt fahren wir halt wirklich nur einmal durch die Gegend. Jetzt kann man Musik anmachen. Riding in the Wind. Hört sich doch schon positiv an. Ja, das hört sich aber auch... hört sich auch sehr episch an. Ich finde, das Bild wird gerade irgendwie grau. Vorhin hatte ich ja schon aufgenommen, da... Finde ich, sah es ein bisschen heller aus, ein bisschen farbenfroher. Weiß nicht, was da jetzt los ist. Ja, wir werden sehen. Wir müssen halt erstmal am Ziel ankommen. Und das dauert jetzt halt erstmal. Wenn auch, Refugium. 3 Kilometer müssen wir jetzt fahren, ne? Also auf 3 Kilometer warte ich aber schon, dass mein Wagen da mitspielt, ne? Da schreibt mich gerade jemand aus meinem LOL-Team an, verdammt. Ich dachte erst ab 7. So. Weil wie. Was? Achso. Ich habe ja mal die Zeit genutzt jetzt, um aufs Handy zu schauen. Die Sache ist einfach, mein LOL-Team will jetzt beim Clash teilnehmen. Aber ich habe jetzt keine Zeit, weil jetzt nehme ich gerade auf. Danach gibt's Essen. Ich könnte halt frühestens nach dem Essen heute. Weil ich habe vorhin gelesen, es findet erst um 7 statt für uns. Da habe ich mich halt entsprechend zeitig darauf eingestellt. Jetzt schreibt er mir gerade, wir können ab jetzt bestätigen. Schwierig. Also, ja, sie können vielleicht bestätigen, aber ich doch nicht. Da bin ich jetzt ein bisschen verplant. Ja, ich klicke jetzt einmal durch sämtliche Messenger durch und durch Offline-Spiele, die ich auf dem Handy habe. Wer schreibt mir hier schon wieder? Nur noch 1 Kilometer, wuhu! Darauf erstmal eine Cola. Ich bin so brutal müde gerade, deswegen bin ich auch nicht so gesprächig, schätze ich mal. Ich bin vorhin schon fast eingeschlafen. Ey, hinsetzen und anschnallen. Erzählt er was? Nö. Das hört sich doch schön an. Boah, dass das Auto aber echt nicht schneller kann, ne? Wir sind ja zum Glück gleich da. Gott sei Dank. Noch ein paar hundert Meter. Wir haben es fast geschafft, Leute. Schnellreise. Ich weiß nicht, gibt es hier Schnellreise? Ich hoffe.
Weil so schön es auch ist, hier die Landschaft zu beobachten und so, ne? Aber... Da wären wir. Wie angenehm, andere Leute zu sehen. Wo sind wir denn hier eigentlich? Ach, das ist die Chocobo-Farm, ne? So trifft man sich wieder. In der Gegend unterwegs? Oder? Falls ihr Erkennungsmarken findet, dann bringt sie mir doch bitte. Staub zu Staub. Erkennungsmarke finden. Aufgaben. Staub zu Staub. Da unten. Da. Ach nee, Chocobo Farm nicht, sondern hier Station. So eine Startstation, sowas. So, mal ein bisschen Blitzessenz absorbieren. Magie. Blitzelement. Stecken wir mal 40 rein. Und Katalysator. Packen wir mal einen Heiltrank rein. So, Synthese. Hier, Vita-Blitz. Hier ist bereits... Dann haben wir hier noch ein bisschen Eis. Machen wir auch 40. Und da kommt auch Leben mit rein. Synthese. Nein, ich habe mir Elixier drin. Ach, scheiße. Ja, kommt davon, wenn man nicht aufpasst. Meine Blödheit, mein Problem. Wollen wir hier campen? Kann ich eigentlich zu den Refugien reisen? Ziel festlegen. Zurück zum Regalia. Nee, nicht, dass ich wüsste. Schade. Maximale Kapazität erreicht. Dann holen wir uns jetzt das Eisgedöns noch. Wait, hier ist auch noch was zum Craften. Das wird eine tolle Farbe abgeben. Ah, das ist fürs... Wait. Ja. Gibt es her. So. Und dann können wir hier noch ein bisschen was ernten. Und dann machen wir uns auf den Weg zur Quest. Hey! Lass den Quatsch! War ein Ausrutscher. Leidender Pfeffer. Also, dass die immer sagen, lass den Quatsch, wenn ich einfach nur meine Waffe wechsle, das finde ich ein bisschen übertrieben. Komm, das schreit doch schon danach, dass hier irgendwo was drin ist. Hier ist nichts drin. Verdammt. Ich hatte damit so gerechnet. Ja, kannst du bitte rennen? Sind das Giraffen? Echt angenehm hier. Ja, das stimmt. Muss ich die Giraffen jetzt töten? Bleibt wachsam. Wir sind in der Unterzahl. Erledigen wir sie einen nach dem anderen. Was war das denn? Ohne Strategie platt machen. Ich würde halt echt gerne die Gegner scannen. Ne? Steuerung hier angreifen, Mordenkommandos, Gegenstandsmenü, Chocobo rufen, beschwören. Beschwören?
Anvisieren, ja, Kommandos. Wirklich? Schon wieder? Denen wird Hören und Sehen vergehen. Okay. Ich denke, aus denen sollte sich was kochen lassen. Jawohl. Freue mich schon aufs Abendessen. Bist du okay? Au. Ja. Au. Ich komm klar. Verschwinde! Ja. Ignis! Markier sie bitte mal. Los, los! Verstanden! Okay! Ich kämpfe doch nicht aus der Ego-Perspektive. Überraschungskombo. Markieren. Überraschungskombo. Nice. Durchschuss. Auf dich ist Verlass. Au. Das ist dieser komische Vogel. Bin ich aus dem Kampfgebiet raus, wirklich? Ah. Pronto, vorsichtig. Jetzt bleib hier, du Sau. Hey, alles klar bei dir? Ja, ist schon klar. Hallo, ich will auf meine Pistole wechseln, ne? Au. Probleme? Mach dir um mich keine Sorgen. Gut, wenn du meinst. Okay. Kapiere ich jetzt nicht so ganz, warum das nicht so funktioniert hat, aber ist egal. Ich mache einen Durchschuss. Sehr schön. Pass auf, lass dich nicht erwischen. Keine Sorge. Brillant. Klar. Ja. Los geht's. Wie ist's hiermit? Zack. Lockt. Ich steck dir den Rücken. Ich verlass mich drauf. Leg los, Konto. Und Durchschuss. Auf dich ist Verlass. Nice. Deine Zeit ist rum. Brillant. Kinderleicht. Komm her, du dummer Vogel. Geht doch. Ein bisschen spät für Mitleid, aber irgendwie habe ich Schuldgefühle. Die Natur kennt auch kein Erbarmen. Also töten wir. Wenn du so ernst bist, läuft's mir kalt den Rücken runter. Halt. Also mit dem Aufheben ist noch ein bisschen weird. Diese Marke gehört nach Hause. Okay. Zurück zum Regal, ja? Ja. Dann gehen wir das diese Folge noch ab. Heil angekommen. Ach, tut gut, mal nicht töten zu müssen.
Halt, falsche Richtung. Dann gehen wir das noch ab und dann beenden wir auch die Folge für heute wieder. Hallo, Dave. Ihr seid also fündig geworden. Das freut sicher auch den ehemaligen Besitzer. Vielen Dank. Aufgabe abgeschlossen. Dafür gibt's Erfahrung. Haben wir jetzt... Nein. Haben wir jetzt auch nochmal neue Quests? Ja, dort. Straßensperre. Okay, also da darf ich noch nicht hin. Alles klar. Dann zur letzten Unterkunft. Ja. Und dann beenden wir hier halt die Folge. Okay, damit bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.